Uli Hoeneß. In dieser Gesellschaft passieren so viele unglaubliche Sachen, dass Leute frei rumlaufen, die schon längst ins Gefängnis gehören. Hallo Uli, hast einen Koffer voller Geld bei einer Bank in der Schweiz und du hast niemand erzählt. Jahrelang warst du der riesengroße Held, doch dann kam Post vom Amt und du hast alle verprellt. Das sind ja nur die Spitze des Eisbergs, die bekannt ist. Du und der Horstl, Moralapostel. Ich glaube hier, ich bin die Abteilung Wahrheit. Noch so eine Floskel, hast tierisch dick gebacken und nimmst gern nochmal den Mund voll. Doch jetzt gibt's auf die Fresse und zwar außerordentlich schwungvoll. Für dich hieß es jahrelang hoch die Tassen, die Finanzbehörden haben dich ordentlich Scheiß machen lassen. Was der Halbgott in Rot-Weiß macht es gern auf Saubermann, doch in echt bist du ein Zocker, der nicht Maß halten kann. Pack dir deine Zahnbürste ein. Vielleicht bist du schon ab morgen Dauergast in Stadelheim. Mit zwei Babes an der Hand, 1000 Titeln an der Wand. Bist per Du mit CSU, komm verarsch das ganze Land. Du schierst dich wirklich einen Dreck um Steuergeld. Du machst dir deine Welt, wie sie dir so gefällt. Jetzt hör doch auf mit diesem blöden Mir san mir. Räum jetzt endlich mal auf, jetzt liegt der Ball doch bei dir. Das